Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es freut mich außerordentlich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, Sie sitzen nicht zu bequem hinter eurem Bildschirm, denn eine aktive Teilnahme wird heute erwünscht. Und um dies auch zu testen, diese interaktiven Themen, stellen wir jetzt gleich eine Umfrage in den Chat, um schnell zu testen, ob das bei allen funktioniert. Für diejenigen, die diese Applikation noch nie verwendet haben, muss man vielleicht noch schnell ein paar OKs und ein paar Lizenzen unterschreiben. Nein, nicht so schlimm, aber ein paar OKs klicken, damit das dann auch funktioniert. Kannst du das live schalten schnell? Gut. Ich sehe, ihr lest da noch die AGBs durch. Aha, ja, das funktioniert. Ich warte noch ein paar Sekunden und schaue, dass das bei den meisten funktioniert. Das macht das Ganze halt ein bisschen interaktiver. Genau, jetzt haben wir fünf Stimmen. Kriegen wir noch eine sechste Stimme. Und da ist sie bereits. Deutschland ist der Sieger. Sehr gut. Das erstaunt auch nicht groß, dass Deutschland die größte Mehrheit hat, da es ja grundsätzlich von Deutschland aus organisiert wurde. Genau. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, letzte Woche durfte ich wieder mal in ein volles Stadion gehen, Fußball schauen. Was gibt es nicht Schöneres? Und letzte Woche war es auch so, da haben zwei Mannschaften aufeinander getroffen. Einerseits meine Lieblingsmannschaft und andererseits eine Riesenmannschaft aus England. Ich spreche vom Spiel von Manchester United gegen die Banner Young Boys. Die meisten von euch kennen die Young Boys wahrscheinlich nicht einmal. Ich habe einfach mal die KPIs angeschaut, diese zwei Mannschaften, um herauszufinden, ja, was ist denn der Unterschied, diese zwei Mannschaften? Also hier seht ihr oben mit fast 1 Milliarde Marktwert Manchester United, einer der bekanntesten Fußballclubs der Welt. Und auf der anderen Seite die Banner Young Boys, sehr unbekannt, das zweite Mal in der Gruppenphase in der Champions League dabei. Und wenn wir das noch ein bisschen genauer anschauen, diese KPIs, der fünft wertvollste Spieler von Manchester United ist hier Paul Pogba. Und er hat so viel Wert wie die ganze Mannschaft der Banner Young Boys von 30 Spielen. Da sieht man mal, wie groß die Unterschiede sind auf Papier, wenn man diese KPIs anschaut. Ich hatte das große Glück, dabei zu sein, als die Young Boys trotzdem 2:1 gewonnen haben und ein Riesenfest danach gefeiert wurde. Ja, KPIs, die sind natürlich bekannt im Sport, aber die sind auch bekannt in der Zerspannung. Vor allem, wenn wir über Digitalisierung sprechen. Und da wollte ich euch, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, fragen, wie seht ihr das in eurem Unternehmen? Falls ihr zerspannende Prozesse habt, falls ihr Kirchenstoff im Einsatz habt. Was ist der wichtigste Key Performance Indicator in einem zerspannenden Unternehmen? Das wäre die nächste Frage, die ich euch bitte zu beantworten. Geld in Führung. Sehr gut. Anlageneffektivität, ja. Ja, da muss man sich das gut überlegen, dass man nichts Falsches anklickt. Ja. 3 Stimmen, kriegen wir hier auch wieder 6 Stimmen. Sehr gut. Da, 7. Neuer Rekord. Ja, die Produktivität habt ihr mit der Prozessstabilität gleichgesetzt.
Das verstehe ich, das ist natürlich ein sehr wichtiges KPI. Ich hingegen behaupte, dass der wichtigste KPI, also der Key Performance Indicator, in dieser spannenden Industrie die Konzentration des Kühlschmierstoffes ist. Ja, Sie hören richtig. Die Konzentration des Kühlschmierstoffes. Mein Name ist Daniel. Ich begrüße es sehr, beim Vornamen angesprochen zu werden. Ja, vor 20 Jahren wurde ich das erste Mal mit Kühlschmierstoff oder, wie man dazu mal gesagt hat, die Bohrmilch geduscht. Das war ein Klassiker in der Lehrlingswerkstatt. Man hat die Kühlschmierstoffdüsen auf den alten Maschinen so eingestellt, dass sie direkt auf den Anwender zielen, und wenn man die Maschine einschaltet, wird man da direkt geduscht. Ja, das hat mich aber nicht davon abgehalten, unsere wunderbare Industrie zu verlassen. Im Gegenteil, seit 6 Jahren dreht sich bei mir alles nur noch um Kühlschmierstoff. Und ich durfte mich mit sehr vielen Kunden weltweit über Kühlschmierstoff und dessen Pflege unterhalten. Im Verlauf dieser Präsentation werde ich euch 6 Argumente aufzeigen, die meine These unterstützen werden. Fangen wir an mit dem ersten Argument: Kühlschmierstoffverbrauch. Hier seht ihr eine klassische Kühlschmierstoffkonzentrationskurve. Im Normalfall steigt die Konzentration an durch Verdunstung vom Wasser und wird dann nach einer gewissen Zeit mit einer dünneren Emulsion nachgefahren, und somit bringt man die Konzentration wieder herunter. Und das ist ein stetiges Auf und Ab. Was wir bei Kunden sehen, ist, dass vielfach die Konzentration erhöht ist. Und genau dieser Bereich ist reine Geldverschwendung. All diese zu hohen Konzentrationen führen dazu, dass, wenn der Kühlschmierstoff über Späne, über Kavitäten in den Bauteilen ausgeschieden werden, dass einfach Kühlschmierstoff, wertvoller Kühlschmierstoff, verschwendet wird. Das zweite Argument ist der Ausfall von Maschinen. Die Kühlschmierstoffkonzentration ist eine Gratwanderung. Ist die Konzentration zu hoch, können Rückfettungen entstehen. Das heißt, Sie sehen das hier auf dem Bild, das sind dann die wirklich fettigen Ablagerungen, die auf der Maschine entstehen. Am Anfang mag das noch nicht so problematisch sein, aber mit der Zeit fängt alles an zu verkleben. Und in der heutigen Zeit mit so viel Sensorik und Optik in Maschinen drin, wird es immer schwieriger, dass diese Sensoren dann auch zuverlässig laufen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Unterkonzentration. Bei einer Unterkonzentration, also sehr tiefer Konzentrationswert, ist der Korrosionsschutz nicht mehr gegeben, der in einer guten Emulsion drin ist. Das heißt, Maschinen können anfangen zu rosten. Und rostende Maschinen zu reparieren oder zu ersetzen, das geht ziemlich stark ins Geld. Mein drittes Argument ist die Werkzeugstandzeit. Ja, das merkt ihr schnell mal, wenn ihr etwas bohrt, etwas fräst und vergesst, den Kühlschmierstoff einzuschalten. Das Werkzeug wird sehr schnell stumpf. Dort merkt man den Einfluss vom Kühlschmierstoff am schnellsten. Aber eben auch hier ist die Konzentration ein sehr wichtiger Messpunkt, um die ideale Einstellung zu finden. Ist die Konzentration hoch, hat man je nachdem eine sehr gute Schmierung, aber der Kühleffekt wird reduziert, und auf der anderen Seite hat man vielleicht einen höheren Kühleffekt, aber eine tiefere Schmierung. Also dieser Effekt ist je nach Material, je nach Prozess sehr interessant anzuschauen. Als viertes Argument wären wir hier wieder bei Prozessstabilität und Produktivität. Ich habe die hier zusammengenommen, weil sie voneinander abhängig sind. Ihr habt das vorhin ausgewählt. Jetzt, mir ist bewusst, dass viele Kunden
Präzisionsteile herstellen. Die schauen auf sehr gute Maschinen, stabile Maschinen, perfektes Werkzeug, ausgewuchtetes Werkzeug, Halterungen, Schraubstöcke, Fixierungen, alles muss perfekt eingestellt sein. Und dann wird auch noch geschaut, wie sehen die Toleranzen aus und so weiter. Das wird immer genau angeschaut. Beim Kühlschmierstoff ist es so, Durchschnittserfahrungswert ist, der Kunde sagt, ja, ich fahre meinen Kühlschmierstoff auf ca. 7%, plus minus 2%, das passt schon. Das tönt auch nicht nach viel. Aber das ist eben das Heimtückische mit der Prozentrechnung. Wenn ihr das anschaut, ihr habt eine Konzentration von 7% und sagt, ja, ich habe ein Fenster bis auf 9% Konzentrat, dann sieht das aus Sicht der Inhaltsstoffe natürlich anders aus. Das sind 28% mehr aktive Inhaltsstoffe. Auf der anderen Seite logischerweise 28% weniger aktive Inhaltsstoffe. Und jetzt habt ihr da ein Prozessfenster größer als 50% und versucht prozesssicher Präzisionsteile herzustellen. Das wird wohl nicht funktionieren. Also auch hier hat die Konzentration einen maßgeblichen Einfluss auf Prozessstabilität sowie Produktivität. Mein fünftes Argument ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Argument. Die Menschen, die an den Maschinen arbeiten. Humanverträglichkeit. Ja, wer kennt das nicht oder hat das nicht schon erlebt von irgendjemandem im Betrieb, der Ausschläge wegen Kühlschmierstoff hat, an den Händen zum Beispiel. Häufig kommt das davon, von einer zu hohen Konzentration. Ihr könnt euch vorstellen, dass viele Kühlschmierstoffe, die arbeiten mit Bakteriziden, also die sind konserviert und töten so alle Bakterien ab, die irgendwie in der Emulsion anfangen zu leben. Das Problem dabei ist, es tötet auch die Bakterien auf der Hautoberfläche ab. Das heißt, der natürliche Schutz von den guten Bakterien, die wir alle auf der Haut tragen, wird zerstört. Dadurch wird unsere Haut angreifbar und kann so viel schneller verletzt werden und kann dazu führen, dass man eben schlimme Ausschläge hat. Mitarbeiterausfall, Umschulungen, alles schon gehört. Und zu guter Letzt, mein letztes Argument ist die Mitarbeitermotivation. Ich meine, der beste Betrieb, die beste Maschine ohne motivierte Mitarbeiter, das wird einfach schwierig, das gute Resultate zu erreichen. Ich durfte dieses Bild selber schießen bei einem Kunden. Sie können sich nicht vorstellen, wie das gerochen hat, aber Sie sehen es fast dem Bild an, dass es wirklich nicht sehr angenehm war. Und ich habe dort auch bemerkt, die Philosophie, wie man mit den Mitarbeitern umging, die hat auch nicht gepasst. Also die Motivation hat man den Mitarbeitern gar nicht angesehen. Und ich sage einfach, wenn man eine saubere Arbeitsumgebung und eine gesunde Arbeitsumgebung kreieren kann für die Mitarbeiter, dann kann man so sehr viel zur Mitarbeitermotivation beitragen, was ein sehr wichtiges Argument ist, um meine These zu stützen. Ja, also zusammengefasst, kann ich noch sagen, es gibt kein anderes Medium in der Zerspannung, welches mit mehr Elementen in Kontakt kommt. Sei das der Boden, sei das die Maschine, sei das das Werkstück, Werkzeug, sei das die Lunge oder eben die Haut. Und das muss man sich mal überlegen. Ein einziges Element, das mit so vielen Elementen in Kontakt kommt, das muss einfach gut gepflegt werden und gut ausgewählt werden. Und da dieses Thema nicht nur für mich wichtig ist, sondern auch für viele, viele Kunden, haben wir auch mit sehr vielen Kunden darüber gesprochen und die Kunden gefragt, ja, wie sie mit dem Kühlschmierstoff umgehen, wie sie den Kühlschmierstoff pflegen. Jetzt würde mich Wunder nehmen, wenn Sie diese Frage beantworten können, wie oft wird bei euch im Betrieb die Konzentration vom Kühlschmierstoff gemessen? Die nächste Frage sollte live sein. Ja.
Heinrich, sehr vorbildlich. Gut, kriegen wir noch mehr Antworten? Ja, wöchentlich. Ich warte wieder bis auf ein Minimum von 6 Stimmen. Ja, da sind wir schon. Wöchentlich hat gewonnen. Das ist exakt das Bild, das ich gehört habe von meinen Kunden. Also es ist wirklich so, also in Deutschland und Österreich gibt es ja die TRGS, die zwingt ja die Mitarbeiter, Kirchenstoff zu überwachen. Und wenn man gezwungen wird, was zu messen, ja, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das rauskommt. Und dazu haben wir ein Sketch vorbereitet, ein Video erstellt für euch. Und also dieses Video soll repräsentativ den Westen von Europa darstellen, wie mit Kirchenstoff umgegangen. Viel Spaß beim Video. So, Feierabend. Ach, ich muss den Konzentrationsgehalt vom Kühlschmiermittel noch messen. Ich muss denn das Refraktometer noch gleich. Ah, hier. Was sieht das wirklich aus? Hallo, Patrick, was machst du da? Ich messe gerade den Konzentrationsgehalt vom Kühlschmiermittel. Das machst du von Hand? Ja, genau. Okay, wie häufig machst du das? 2-mal wöchentlich. Okay. Aber wir nehmen das nicht so genau. Okay, und was machst du dann danach mit diesem Wert? Ich trage den hier in das Blatt ein. Ah, okay. Aber das sieht ja, du hast gesagt, du nimmst es nicht so genau. Das sieht ja nicht schlecht aus, da, wie du das aufschreibst. Ja, wenn da Lücken entstehen, dann trage ich da einfach die Werte ein. Ah, ja, das Papier, das überprüft das ja nicht. Okay, ja, da hast du natürlich recht. Oh, wenn ich das anschaue, 5,5. Das ist nicht ein bisschen tief, wenn du das vergleichst mit den anderen Werten. Hast du da den Refraktometerfaktor vergessen? Ach stimmt, da war was, Refraktometerfaktor. Wo war der nochmal? 1,4. Ah, 7,7. Das macht definitiv mehr Sinn. Ja, das macht definitiv mehr Sinn. Ah, okay. Und was machst du dann mit diesen Blättern? Nimmst du das noch in ein Excel oder wie digitalisierst du diese Daten? Das wird einfach am Ende des Jahres eingescannt und dann ist es für alle auf dem Server verfügbar. Okay, das ist Digitalisierung bei dir. Ja, genau. Okay, da habe ich wieder etwas Spannendes für dich. Ich zeige dir das gerne mal. Ich zeige dir mal, wie man in 2021 Kirchenstoff richtig macht. Super. Gerne mal schauen, okay? Ja. Ja, Patrick, ich habe dir ja versprochen, mal was Modernes zu zeigen, wie man heute Kirchenstoff überwachen kann. Ach, schön. Ja, du hast ja mir gezeigt, wie du das gemacht hast. Genau. Wir haben von der Liquid Tool Systems haben da das Ganze digitalisiert in Form eines Sensors und einer Plattform. Und hier möchte ich dir, kannst du das kurz halten? Ja, okay, klar. Kurz den Sensor zeigen, um was das geht. Also wir haben hier einerseits einen Sensor, der misst wie dein Refraktometer die Konzentration. Aha. Und auch die Temperatur. Aber automatisch. Und das macht man dann direkt auf der Maschine. Aha. Und wo wird der Sensor angeschlossen oder installiert? Kommt er in den Tank oder? Ah, das kann ich dir gerne zeigen. Es ist ganz einfach. Also einerseits hat man hier einen Filter mit einem Schlauch dran. Der wird dann hier angeschlossen. Dann hat man noch einen Rückführschlauch mit einem kleinen Gewicht dran, nichts Spezielles.
Genau. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Strom für die Pumpe, die da drin ist. Ah. Da hier haben wir den Strom. Können wir da anschließen. Also, ich habe da kurz Patrick noch gezeigt, wie man das Ganze anschließt. Gehen wir da weiter. Jetzt wird der Sensor an jede metallische Oberfläche magnetisch einfach angebracht. Schauen, so. Gut. Dann kommt der Filter in den Kühlschrifttank rein. Das ist hier natürlich symbolisch. Und der Rückführschlauch auch. Jetzt hat es im Sensor drin, hat es eine Pumpe, die Küchenstoff ansaugt und dann im Sensor misst und dann wieder zurückspült. Und die Daten gehen dann in die Plattform, in die Cloud. Achso, und wie verbinde ich jetzt den Sensor mit? Ah, das ist ganz einfach. Da brauche ich jetzt nicht mein Smartphone. Es gibt die Liquid Tool App. Ja. Und die verbindet man dann direkt mit dem Sensor über Bluetooth. Und kann so den Sensor konfigurieren, also Netzwerkdaten eingeben und schon ist das Ganze verbunden. Und danach werden die Daten aufgezeigt und im App dargestellt. Das sieht dann so aus. Ich zeige euch das noch kurz in der Kamera. Da gibt es dann alle möglichen Maschinen, die drauf sind, kann man so sauber überwachen. Genau. Ja, mir ist auch noch was aufgefallen. Du hast hier eben etwas verschoben. Was ist denn das hier? Ah, das ist eine sehr gute Frage. Das hier ist ein Token. Wir nennen das Token. Da hat es einen NFC-Chip drin. Den kann man verwenden, um sehr schnell an die richtigen Daten zu kommen. Das heißt, bin ich noch drin? Ja. Gut. Man kann hier drüber fahren, im Scanner, dann öffnet sich die Applikation. Und es zeigt einem direkt den aktuellen Wert an. Jetzt, das hier ist einfach eine Abkürzung, um möglichst schnell an die Daten zu kommen. Achso, weil der Sensor meistens ja hinter der Maschine installiert wird, kann man das vorne irgendwo dran klitzen. Also ja. Wir empfehlen das natürlich in der Nähe vom HMI oder wo der Bediener auch ist, zu platzieren. Das heißt, man kann jederzeit kurz reinschauen und schauen, hey, wie ist der Zustand vom Kühlschmierstoff. Ja, und hat es so im Griff. Ja, schön. Sehr smart. Ja, alles schön und gut. Jetzt hat das 20 Jahre ohne Sensor funktioniert. Was bringt mir denn der Sensor so effektiv? Ja, das ist immer die klassische Frage in unserer guten konservativen Industrie. Ja, die letzten 20 Jahre hat man das nicht falsch gemacht. Einfach heute gibt es neue Möglichkeiten, das besser und effizienter zu machen. Und daraus natürlich viel zu gewinnen. Und da möchte ich jetzt natürlich euch fragen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was denkt ihr, bei welchen Punkten, die jetzt gleich kommen, konnten wir den Kunden am besten weiterhelfen? Danke, Patrick. So, geht dieses Mikro hier? Kann ich das ausschalten? Das, okay, super. Dann mache ich da weiter. Das ist ein bisschen so. Sehr gut. Stoffverdacht. Da habe ich schon meine 6 gewünschten Antworten. Sehr gut. Kühlschmierstoffverbrauch ist der Sieger. Ja, tatsächlich, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe aber alle Punkte zusammengefasst für euch und möchte euch kurz zeigen, was jetzt mit der Erfahrung mit den Kunden, was wir den Kunden wirklich weiterhelfen konnten. Und fangen gleich an mit dem Kühlschmierstoffverbrauch. Ihr habt das richtig gesehen. Wie schon vorhin erwähnt, die Verschwendung von Kühlschmierstoff, die ist unglaublich hoch in der ganzen Industrie. Und vielfach einfach, weil der Kühlschmierstoff vernachlässigt wird. Wir konnten im Durchschnitt bei all unseren Kunden eine Einsparung erzielen von 35% Kühlschmierstoffeinsparung. Also das kommt einerseits davon, dass man eben regelmäßiger das in den Griff kriegt, dass man nicht so hohe Peaks hat.
Und das führt auch dazu, dass der Kirschmischstoff viel länger lebt und dadurch weniger häufig ersetzt werden muss. Und da konnten wir wirklich eine Reduktion von 35% nachweisen. Bei der Produktivität habe ich euch ein Beispiel mitgebracht eines Kunden. Der hat mir gesagt, jedes Jahr brechen bei ihm ca. 6 bis 8 Gewindebohrer ab. Auf einer Maschine, bei einem Prozess, das er immer wieder macht. Und sie haben einfach bemerkt, dass, also sie gehen davon aus, dass es die Konzentration war vom Kirschmierstoff, dass die zu tief war und dadurch die Schmierung nicht mehr gereicht hat und der Bohrer abgebrochen ist. Und die Aussage vom Kunde war, ein abgebrochener Gewindebohrer bei den Teilen, die sie herstellen, das war ein großer Maschinenbauer, das kostet sie 1000 Euro. Und eben im Schnitt konnten sie jetzt das verhindern und beziffert auf 6000 Euro einsparen pro Jahr. Rein durch optimierte Kirschmierstoffkonzentration. Bei der Werkzeugstandzeit ist es so, das wollten wir genauer anschauen und haben uns mit unserer Schwesterfirma, der Blaser Swiss Loop, zusammengetan und in ihrem Tech-Center Vergleichstests gefahren. Was für einen Einfluss hat die Konzentration auf die Werkzeugstandzeit? Da haben wir ein Standardwerkzeug genommen, einen Einsatzstahl genommen und einfach Bahnen abgefräst und verglichen einen Kirschmierstoff mit einer Konzentration von 5% mit einer Konzentration von 9%. Also diese zwei Konzentrationen haben wir gegeneinander verglichen. Und hier seht ihr die Resultate. Bei 5% kamen wir 57 Meter weit, also das sind dann mehrere Bahnen, zusammengezählt 57 Meter, und mit 9% waren das 80 Meter, bis wir eine identische Verschleißmarke hatten. In Zahlen ausgedrückt ist das eine Werkzeugstandzeitverbesserung von 40%. Jetzt, was war im Einsatzstahl? Je nach Material, je nach Prozess ist das natürlich völlig unterschiedlich. Das hier einfach zur Illustration, um zu verstehen, ja, es hat einen wesentlichen Einfluss. Was ich auch noch zeigen wollte, war ein Kunde, der hatte wirklich Probleme mit seinen Mitarbeitern. Ständig hatte er Arbeitsausfälle und musste immer wieder Notlösungen finden, um die Maschinen am Laufen zu halten. Dem war eigentlich jedes Thema vom Kirschmierstoff egal, solange die Mitarbeiter gesund waren. Und bei diesem Kunden konnten wir erreichen, dass er die Ausfalltage auf null reduzieren konnte. Das ist natürlich in Bezug auf Hautschädigung durch Kirschmierstoff. Also der konnte wirklich alles in den Griff kriegen, rein durch ein sauberes Management von der Konzentration. Und zu guter Schluss, ja, die Wahrnehmung, das war genau das, was alle unsere Kunden gesagt haben. Durch die digitale Überwachung, durch die Übersicht, hat man eine völlig andere Wahrnehmung zum Kirschmierstoff gekriegt. Und das hat den Kunden geholfen, lieber mit dem Kirschmierstoff zu arbeiten und den auch besser in den Griff zu kriegen. Das hat dazu geführt, dass die Wahrnehmung eben zu einer positiven Motivation geführt hat. Ja. Ja. Und deshalb bleibe ich bei meiner These. Die Kirschmierstoffkonzentration ist der wichtigste Key Performance Indicator in den zerspannenden Fettgewebe. Jetzt würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie mich da herausfordern, und freue mich auf Fragen. Sie dürfen gerne, wie da Ido Gerd es schon gemacht hat, in den Chat Fragen reinstellen. Sie dürfen auch das Mikro einschalten, damit wir uns unterhalten können. Würde mich auch sehr freuen. Wie ihr wollt, stellt die Fragen und ich versuche das direkt zu beantworten. Ich sehe, die erste Frage ist ja schon da. Wie lange dauert eine Messung? Wie schnell kann man 10 Maschinen messen? Gut, also eine Messung, die dauert ca. 20 Sekunden. Das ist, die Pumpe wird einfach eingeschaltet, da wird 20 Sekunden lang Kirschmierstoff durchgepumpt und dann wird das gemessen. Jetzt 10 Maschinen,
dauert genauso lange, 20 Sekunden. Man muss einfach 10 Maschinen ausgerüstet haben mit dem Sensor. Die Idee vom Sensor ist natürlich nicht, dass man den von einer Maschine zur anderen trägt und einzelne Messungen macht. Da ist der Aufwand zu groß, das macht man besser mit einem Handrefraktometer. Wichtig ist, dass man die Daten sauber in der Plattform dann hat. Dann, was kostet das System? Das ist natürlich die klassische Frage. Ja, was kostet das System? Wir haben die Preise noch nicht 100% fixiert. Das ist so. Was wir sagen können ist, es wird eine Subscription geben pro Werkstatt. Also man kann da mehrere Maschinen abbilden, also eigentlich die ganze Werkstatt abbilden. Das wird in einem tiefen dreistelligen Euro-Bereich sein pro Jahr. Dazu kommen dann noch Gerätekosten, die sich um die 1500 Euro bewegen werden. Also in ein, zwei Monaten werden wir dann einen fixen Preis haben und der wird dann auch ersichtlich sein. Kann ich auch andere Messwerte als Konzentration und Temperatur messen? Ja, also die Plattform ist so aufgebaut, dass man alle relevanten Messwerte messen kann. Das heißt, man kann pH messen, man kann Leitwert messen, Härte. Das macht man halt von Hand und trägt es in die Plattform ein. Mit Zeit- und Datumstempel und so hat man die ganze Historie sauber hinterlegt, pro Kühlschwimmstoff, pro Maschine. Automatisch wird eben Konzentration und Temperatur gemessen, weil das die zwei relevantesten und am häufigsten zu messenden Werte sind. Und alle anderen, die man sporadisch messen sollte, die können dann einfach nachgetragen werden in der Plattform. Braucht man den Refraktometerfaktor nicht mehr? Je nachdem, das ist eine gute Frage. Also der Refraktometerfaktor ist natürlich sehr zentral. Jetzt, da eben die Blasse Swiss Loop zum Beispiel unsere Schwesterfirma ist, kann man bei der Konfiguration von der Plattform, sagen wir, man hat eine Maschine, die ist befüllt mit einem Blasenprodukt, scannt man den QR-Code vom Fass ab und der übernimmt dann automatisch den Refraktometerfaktor von diesem Produkt. Es übernimmt auch die Limiten von der Konzentration und Temperatur, in welchem diese Emulsion betrieben werden soll. Für alle anderen Kühlschmierstoffe kann man das manuell eingeben, da braucht man einfach das Produktionsinformationsdatenblatt und kriegt dort die Infos. Dann macht das System Intervallmessung. Ja, man kann das defaultmäßig entweder stündlich, halbstündlich oder 15-minütlich auswählen. Wie oft muss die Messzelle gereinigt werden? Die Erfahrungswerte zeigen für die Messung, also die Reinigung des Sensors, dass wir je nach Kühlschmierstofftyp entweder jährlich oder vielleicht halbjährlich das System einmal reinigen müssen. Das heißt, man hält den Filter und den Rückspülschlauch in eine Lösung, so ein Alkohol, und kann das Ganze reinigen. Sie können sich vorstellen, das ist so wie das Kalk in einer Nespresso-Maschine. So in diesen Stile. Okay. Ja, misst das Gerät auch genau, wenn der Kühlschmierstoff verschmutzt ist? Ja, das Gerät misst auch genau, wenn der Kühlschmierstoff verschmutzt ist. Eben, wenn der Sensor, also die Sensorik verschmutzt ist, dann misst das Gerät nicht mehr genau, aber das Gerät erkennt eine solche Situation. Sie erkennt, ich habe etwas in der Optik, ich messe nicht mehr genau, der Anwender wird informiert und gesagt, bitte einmal Sensor spülen, damit die Messung wieder sauber ist. Wir haben wirklich in dreckigsten Verhältnissen Kühlschmierstoffe gemessen und überwacht, um eben genau sicherzugehen, dass wir auch verschmutzten Kühlschmierstoff überwachen können. Wer hat alles Zugriff auf die Messdaten? Die Messdaten, das kann der Kunde selber entscheiden, wer Zugriff hat auf die Messdaten. Grundsätzlich ist es so, der erste Anwender, der sich einloggt auf der Plattform, das ist der Owner und der kann dann weitere Mitarbeiter einladen, die dann auch die Sicht darauf haben.
Sie können unbegrenzt viele Mitarbeiter einladen, wie ihr wollt. Zusätzlich kann der Anwender auch Kühlschmierstoff-Spezialisten auswählen, die hinterlegt sind. Also wir haben ein Netzwerk von Kühlschmierstoff-Spezialisten und ihr könnt die hinterlegen, damit auch ein Profi diese Daten anschauen kann, um ihnen zu helfen, falls irgendwas anderes zum Vorschein kommt. Gibt es eine Garantie oder eine Mindestlebensdauer? Genau, also wir geben eine Garantie von 2 Jahren aufs Gerät und ja, also standardmäßig die 2-Jahres-Garantie, genau. Gut, das waren viele Fragen. Sehr gut, hat mich gefreut. Ich denke, da kommen keine Fragen mehr. In dem Sinne möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, fürs Mitmachen vor allem. Ich denke, für so Online-Seminare ist es auch wichtig, ein Feedback zu kriegen von den Zuschauern, um das ein bisschen interaktiver zu gestalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr in Zukunft mich persönlich noch anschreiben wollt oder mit mir persönlich Sachen fragen wollt, bin ich gerne verfügbar. Ihr könnt Termine vereinbaren direkt auf unserer Homepage, auf liquidtool.com. Der Link wird gleich noch in den Chat reinkopiert und es kommt dann auch noch ein Bild, wo ihr seht, wie das gemacht wird. Und es würde mich freuen, den einen oder anderen mal in einem Teams-Call oder so zu treffen, um mal direkt den Austausch zu haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, machen Sie es gut und einen schönen Rest an der DIMAP 3.0.